Stunden, Tage, nein, sogar Wochen sind vergangen. Ich habe getrunken, geraucht und auch gebetet. Hinterblieben ist nur ein leeres Wrack am Ufer der Einsamkeit. Aufgrund dessen, dass Gal Gadot mir nicht zurückgeschrieben hat. Zuvor aufjuckt mich nicht. Such mir dir jetzt eine Freundin? Wir suchen mir eine Freundin. Egal. Mit Josephs Hilfe suchte Jo nach der perfekten Traumfrau. Jennifer Lawrence. Findest du sie geil? Nee, gar nicht. Ich finde die voll geil. Ist auch nicht so mein Typ. Oh nee, ich würde sie nehmen. Aber ja? Du willst sie nicht, ne? Ich will ja, sie leider nicht. Nee. Jetzt geht die Suche weiter auf Brilliant Gem, denn dieses Video ist zu krass geworden für Juckt mich nicht. Deswegen geht die Suche jetzt weiter und ich habe keinen geringeren als Yusuf am Start heute. Wir werden heute, nämlich ich bin heute zu Gast, ist erstmal bei Joey in diese Wohnung, ist echt grauenvoll. Wir haben heute wieder wunderbare potenzielle Matches, würde ich mal sagen. Hast du heute mal ein bisschen nahbarere Stars? So Julia Beautix oder sowas? Ach nee, die hatten wir beim letzten Mal. Die haben wir rausgevotet. Okay, pass auf, ich vote diesmal jemanden rein. Okay. Den du dann halt auch wirklich erreichst mit der DM und dann wird's halt unangenehm für dich. Das heißt, Gal Gadot ist immer noch die Winnerin, ne? Genau. Hat sie's gesehen? Also wir hatten geschrieben, you definitely don't look like a Chihuahua. Me neither, I guess. Let's have some breakfast next time you are in Aachen. Also, you look like a baby deer. I love baby deer. Dear Julian. Klar, dass es nicht geklappt hat. Okay, Gal Gadot, wirklich eine sehr wunderbare Frau. Aber sie hat bestimmt einen furchtbaren Charakter. Ich glaube nicht. Ich glaube, die wird mich zu etwas Besserem formen können. Okay, wir haben hier Lady Gaga. Nein, Spaß. Wir haben hier Margot Robbie. Ach sie, das ist doch hier Harley Quinn. Das ist, du hast halt wieder mal so ein richtig wackes Foto von ihr rausgesucht. Ich finde das irgendwie so, wenn die so richtig hart geschminkt sind, ist das immer so, du weißt gar nicht so richtig, wie sie aussehen. Ich hasse geschminkte Menschen. Ja. Die ist sehr, sehr geschminkt. Das stimmt, das stimmt. Okay, ja gut, dann würde ich sagen, ich bin aber auch nicht so Fan von blond. Ich kann jetzt nicht sagen, ihrem Gesicht, ne? Also Brüste. Nein, ich würde sagen, Gal Gadot ist hier immer noch eine Runde weiter auf jeden Fall. Ja. Hat mir eigentlich dein Typ jetzt mal festgelegt beim letzten Video? Du hast gesagt, dunkelhaariger war es. Dunkelhaarig. Ja. Aber schon relativ natürlich. Also Gal Gadot, mach nochmal zurück. Sie sieht schon sehr natürlich aus. In meiner Vorstellung muss sie halt auch solche... Oh! Okay, Scarlett. Hatten wir die noch nicht? Also soll ich mal ehrlich sein? Ich verstehe nicht, was alle an ihr finden. Weil ich finde, die spielt halt richtig coole Rollen immer und so weiter. Aber ich verstehe nicht, warum alle so sagen, Scarlett Johansson ist die krasseste. Ich habe letztens auch einen Film gesehen mit ihr, da fand ich die so kacke. War hier, Ghost in a Shell, diese Neuverfilmung. Aber neu. Und da dachte ich mir so, Scarlett Johansson, Alter, geh mir doch weg hier. Bei den Marvel-Filmen fand ich die so... Papatastisch. Ja? Ja. Ist sie nicht Black Widow? Ja. Aber die war immer so schwach. Ja, aber wollen wir sie weiterlassen? Nee, ne? Nee. Gegen gar, ja, aber weißt du, was jetzt passieren wird? Wir werden halt alle einfach in Trash schmeißen, ne? Das geht so nicht. Ey, wir können Gal Gadot nicht nochmal anschreiben. Ich habe auf keine von denen Bock. Achso. Ja, doch, ich hätte auf jeden Fall Bock. Die hat bestimmt auch vieles zu erzählen. Wer ist denn das hier? Victoria Justice. Singt die? Actet die? Ah, sie von Victorious. Ich glaube, du bist zu alt dafür. Ich glaube, ich bin viel zu... Alter. Also ich habe sie lange nicht mehr gesehen. Vielleicht hast du da eine Chance, dass sie zurückschreibt. Ich glaube nicht, dass sie so super viele Follower hat. Ach, die hat doch nur 20 Millionen. Ja, okay, vielleicht. Ist es die? Sieht aber ganz anders aus. Ja, doch, die ist das. Der hätte sich jetzt 10 Mal umoperieren lassen, oder? Aber wo findest du sie besser? Da oder da? Hier finde ich sie süßer. Ja, doch, die finde ich ganz sweet. Ja, findest du die besser als Scarlett? Ja, doch, die. Ja, mal. Er mag halt einfach keine Blonde. Okay, ich glaube, ich würde die sogar nehmen. Victoria Justice. Okay, finde ich gut. Finde ich bodenständig von dir. Sie hat nur 20 Millionen Follower. Ja, Abschau. Oh, das ist die eine von Blackpink, glaube ich, ne? Bin nicht so ein Fan von Asiatinnen. Okay, krass, okay. Wo die schon sehr pretty ist. Die kommt aus Südkorea, ne? Ja, Nordkorea geht schlecht. Ja, kann ja auch sein, sie kommt aus Japan oder so, meine Güte. Für dich ist alles dasselbe, ne? ich hatte halt asiatische Freundinnen und die sind manchmal immer so stressig. Und dadurch, dass du eh eher auf westlich stehst, hauen wir sie jetzt einfach raus. Sie hat irgendwie sowas Mysteriöses an sich. Ich würde Jisoo, wie wird die ausgesprochen? Jisoo. Ich würde Jisoo nehmen. Würdest du sie nehmen? Ich würde sie nehmen. Okay, das Verhältnis wäre jetzt nicht so gut aufgrund von Language Barrier und ich sehe es nicht ein, jetzt mit diesem Alter noch Südkoreanisch zu lernen. Mhm. Wahrscheinlich heißt die Sprache Südkoreanisch. Das Ding ist zu nah dran, ich brauche mehr Abstand. Jetzt wirkt sie ganz anders, ne? Ja, sie wirkt auch ein bisschen wie ein She-Mail auf einmal. Oh ja, stimmt, jetzt sehe ich auch den... Ey, Selena Gomez, bin ich gar nicht der Fan. Hey, same. Sie hat einen viel zu großen Schädel. Kommt eher auf den Charakter an. Ey, bei mir geht's nur ums Äußerliche. Ich muss nur mal ganz kurz Disclaimer, ja? Wir sind in Real Life anders. Noch oberflächiger sind wir eigentlich in Real Life. Wir machen das hier alles nur für die Unterhaltung. Oh. Oh.
kenne sie gar nicht, ne? Was? Ja, ich kenne mich mit Frauen nicht so gut aus. Trotzdem, die ist der größte TikTok-Star. Wirklich? Aber jetzt international oder in Deutschland? Wenn die in Deutschland wäre, könnte ich keine Videos mit dir drehen, sondern mit ihr. Aber ich finde, sie passt auch irgendwie zu dir. Voll, das denke ich auch. Aber ich finde, auf dem Foto, das Foto repräsentiert sie nicht gut. Doch. Also safe, die hat für mich ganz klar gewonnen. Wir können das Video an der Stelle abbrechen. Wir nehmen sie, ja. Aber sie sieht halt schon Selena Gomez sehr, sehr ähnlich, ne? Null! Ah, wer ist sie denn? Emilia Clarke. Ich kenne sie irgendwoher. Woher kennt man sie? Game of Thrones. Die ist schon pretty. Aber die hat auch sowas, die beißt dich wahrscheinlich auch. Ja, sie ist bestimmt gefährlich. Das ist eine sehr wilde, ja. Ja, nee, wild mögen wir nicht, ne? Boah, ich stehe schon so auf richtig dirty. Die muss schon wild sein. Also wenn die da eine Peitsche rausholt, würde ich sagen, let's go for it. For real? Jetzt kannst du ja mal ehrlich sein, im Notfall schneiden wir es raus. Ich würde mich ungern auspeitschen lassen. Ja? Schmerz ist nicht so dein Ding? Schmerz in anderem Sinn, also auspeitschen finde ich nicht so geil. Nee, ich auch nicht. Sicher? Da höre ich anderes. So, die fällt mir raus. Oh, ist das Dua Lipa? Ja, Dua Lipa ist auch. Oh. Jetzt wird's halt schwierig für dich, ne? Oh, jetzt wird's sehr schwierig. Oh mein Gott, sie sieht aber auch so ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem Reh und einem Meerschweinchen, ne? Wo siehst du hier ein Reh? Sie hat schon so ein Rehgesicht. Und dann aber halt auch trotzdem das Nagetier irgendwo. Okay, du bist leider raus, Dua Lipa. Ich hatte aber wirklich mal einen Crush auf sie. Weil die Musikvideos auch sehr, sehr krass sind. Die ist super sexy. Wer ist das, Bro? Ist ja so Knast, ne? Kelani kenne ich jetzt nicht. Ist eine Sängerin, die mal im Knast war. Wer ist Kelani? Ich habe die auch noch nie gesehen, ne? Sie hat 13 Millionen Follower. Stehst du auf so Face-Tats? Ich finde Tattoos bei Frauen auch angenehm. Die sehen mir zu wild aus. Nee, fühle ich jetzt nicht so. Die holt die Peitsche raus. Die holt auf jeden Fall. Aber hat nicht die andere auch schon die Peitsche rausgeholt? Sie holt halt die Kettensäge raus. Die fühlst du aber, ne? Oh, scheiße. Hey, die hatten wir doch. Wer ist das? Madison Beer. Nee, hat man nicht. Lass mal bitte googeln. Luca hat schon drauf reagiert. Okay, für mich ist sie ab jetzt gestorben. InScope hat auch drauf reagiert. Okay, jetzt ist sie komplett gestorben. Sie ist zu hübsch. Ja, die ist so zu perfect irgendwie. Ja, irgendwie schon, ne? Perfekt. Wer ist der Rege? Model und Schauspielerin, 30 Jahre, aus London. Man kennt die irgendwoher, ne? Die kennst du doch, Ju! Mann, Judy, kennst du doch! Stimmt, die war gestern da, ne? Das ist die, die in diesem einen super bekannten Musikvideo oben ohne getanzt hat. Blurred Lines. Ja, genau. Es gibt eine geschnittene Version auf YouTube und es gibt auch woanders eine ungeschnittene, wo sie wirklich oben ohne ist. Also ganz ehrlich, ich würde sie jetzt nehmen an deiner Stelle. Oh, die hat aber auch wirklich schöne Haare. Aber ich finde genau sowas halt, die hat mehr Persönlichkeit durch ihr Aussehen, weißt du? Die ist nicht so typisch perfekt schön. Verständlich, dass du so denkst. Aber du findest sie halt hässlich. Na gut, wir wollen ja rassistisch sein. Wir wollen ja realistisch sein. Die ist halt verheiratet und hat ein Kind. Ja. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, ja. Ja. Und wenn ich die anschreiben soll, da kommt aber Anzeige bestimmt. Ja. Ist sie auch von Blackpink? Mhm. Ah. Die zu treffen, Alter. Ja, wäre krass. Wäre schon krass, ja. Ja, weg. Also Ju findet, dass Asiaten immer anstrengend sind und dass sie besitzergreifend sind und generell nur schreien. Das ist aber nicht rassistisch gemeint, sondern doch eigentlich schon. Nein, die Rose ist da raus an der Stelle. Weil? Ich glaube, ihr Leben gehört eh dem Label. Da datest du nicht sie, sondern da ist der Manager und auch ihre 80 Securities mit dabei. Ey, ich bleib bei Bella Porch und ich würde sagen, wir schreiben die jetzt an. Was? Ich hatte ihr schon mal was geschrieben. Und die hat das gesehen. Und sie hat's geliked vor allem. Sie hat's geliked, sie steht auf dich. Was hast du ihr geschrieben? What the fuck? Oh mein Gott. Nur ein Feuer. Nur ein Feuer. Das kam jetzt gerade. Ich wusste, ich hab das komplett vergessen. Und jetzt müsst ihr euch Mühe geben. Ey. Ich sehe uns. Wir fliegen nach Florida oder wo auch immer sie wohnt. Aber ich muss dann mitkommen. Du kommst mit, ja. Okay, perfekt. Ja, dann fliegen wir. Was träumen wir uns hier gerade aus? Wollen wir schreiben, du siehst definitiv nicht so aus, als würdest du aus dem Knast kommen. Jetzt ist Pressure da, man. Ja, jetzt ist richtig crazy. Ja, wir können nicht sagen, wenn du mein Aachen bist, lass breakfasten, das geht nicht. Für dich fliege ich um die halbe Welt, lass breakfasten in L.A. Oder ich habe bald einen Auftritt in L.A., einfach hochpokern. Und dann, falls du da auch da bist, ich bin zu jeder anderen Zeit eh da. Nein, ich weiß nicht. Mann, du musst der Wingman sein. Ja, nicht der Wagman. Ich habe nie gesagt, dass ich gut bin. Merke ich. Wir bräuchten eigentlich irgendeine persönliche Info über sie. Sie folgt bestimmt irgendeinem closen Freund oder Freundin. Und du sagst einfach, du kennst ihn und du wolltest dich eh mit ihm treffen. Lass die uns zusammen treffen. Jodie Calussi. Oha. Warum? Wir müssen jetzt Jodie anrufen. Und sie fragen, was die für eine Verbindung zueinander haben. Komm. Ich habe die Nummer von Jodie aber nicht. Ich habe die Nummer von Jodie. Dann rufen wir Jodie an.
hab noch nie mit Joni telefoniert. Aber steht auf laut. Ja. Soll ich über FaceTime machen? Mal, ja. Oh Gott, Angst. Die geht safe nicht dran. Ihr habt noch nie telefoniert, aber man muss mit FaceTime machen. Ja, das ist schon so. So sass einfach. Ich glaube, du musst sie normal anrufen, oder? Meinst du, sie hat sonst Angst? Ich glaube, die hat eine panische Angst gerade. Ja, okay, ich glaube, das war's. Unsere einzige Hoffnung. Aber wir können Revi anrufen. Nee, ist auch unangenehm. Ich glaube, du solltest jetzt einfach das schreiben, was du sagen würdest, wenn du eine Chance hättest und du sie auf der Straße triffst. Ich finde, du siehst so aus, als müsstest du dringend mal wieder ein Buch lesen. Ich habe viele davon. Das hat dir noch keiner gesagt. Das hat keiner gesagt und klingt auch damn unsympathisch. Findest du? Ja, hey, das klingt total intellektuell. Nee, es klingt einfach so, als wäre sie dumm. Ey, wir sind so wagging alle. Ja. Just passing by to tell you, you're the best. Hope to meet you one day. So. Joey, egal was du machst, du bist unten in der Videobeschreibung verlinkt mit deinem neuen OnlyFans-Account. Okay, sehr gut. Cool. Ich weiß gar nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Nee, kannst du nichts sagen. Da gibt es sehr, sehr schöne Fotos. Von meinem Wattestäbchen. Genau, die wir heute geshootet haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Joey, möchtest du an der Stelle noch was sagen? Ich,